Wir begrüßen euch zur nächsten Folge auf der LBG Schwarzen Bombe mit Tiger, Matze, Bauerscht und meiner Wenigkeit. Jetzt machen wir mal schnell das Feld noch fertig und dann schauen wir mal, was ich in der letzten Folge für ein LKW gemeint habe. Da schauen wir noch mal ins Händlermenü rein. Auch noch länger warten? Ja. Es ist doch noch nie Weihnachten. Ne? Ich dachte, ich wollte es doch auspacken. Muss mich noch mehr gedulden, so. Halt. Ach, wir müssen noch geschätzte ein, zwei Mal hoch und runter und dann gehen wir mal ins Händlermenü. Weil hier muss ja noch eine Düngestufe drauf. Da können wir vielleicht gleich mal was organisieren für die Düngestufe. Oh, da hat was gesagt. Das spoilert da jetzt schon wieder mit. Oh, oh. Ne, wieso? Es kann ja auch bloß ein Zubringer sein. Ich hab doch was gesagt, das spoilert. Finde ich nicht. Wir hatten ja jetzt schon wieder Ernte verkauft. Ich? Was endest denn du? Morgen. Ach so, ja, stimmt, du bist da oben hier am. Ach so, ich hatte den ganzen Roggen in der Mühle geschafft zur Mehlproduktion. Ach so. Ja, er hat zwar auch in die richtige Richtung, aber. Ich hab's in dieselbe Mühle gehauen, nur in den falschen Trigger. Genau. Ach so. Den falschen Trigger, ja. Ja, gut. Ne? Kann man mal machen, ne? Oh. Man lernt dazu. Ey, er hat ja bestimmt gedacht, hier fehlen bestimmt noch 12.000 oder 13.000 gleich für die Bestellung. Nochmal auf Vorrat holen. Hui. Und er fliegt wieder. Dann rast doch nicht so. Ich hab doch keinen Rasen unter mir. Oh. Also der war so flach, da kann man nicht drüber lachen. Das hatten wir glaube ich schon mal mit dem Flachwitz Pascal, ne? Ja, aber so. der war. Ich weiß, der war ganz flach. So flach wie englischer Rasen. Ja, der ist aber ganz flach. Jetzt übertreibst du aber, Tom. Nee, das war sogar noch untertreiben. So, ich würde sagen, das ist die letzte Bahn, die wir fahren. Wir kommen ohne Nachfüllen aus. Ich komme gleich zu dir hoch, da aus die Bar. Hat sich erledigt. Na, ist ja cool, Entschuldigung, dass ich so lange gebraucht habe, für mein Feld zu kalken. Irgendwer könnte mal den liegenden Drescher zurückgeben, das Schneidwerk. Kannst du machen, ich habe dir Rechte gegeben. Achso. Muss irgendwie da oben was gekalkt werden oder so? Nee, ne? Nee, es war das einzigste Feld. Gut. Hey, ich fahr mal bei Tom mit. Ach, schade. Na, warte mal, jetzt kommt eine enge Brücke. Halt, stopp! Ja, und da kommst du trotzdem drüber. Ah, das ist doch optisch nicht korrekt. Ja, aber da schlittert die Maschine wenigstens nicht so. Bleibt sie in der Spur. Davor ist wenigstens so innen, dann sieht man das nicht. Richtig. Ja, Wuff. Wo hast du Wuff? Ja, Wuff, am Tor. Gibt nachher was zu futtern. Ja, ich muss in den Matze rein. Nee, Tiger wollte heute haben, hat er gesagt. Da gibst du nichts aus. Verdruckt sich doch der arme Hund den Magen. Kann von mir aus die Perserkatze vom Nachbarn kriegen.
Nee. Ja, Katze? Die Katze ist immer schneller, deswegen sitzt sie doch gegenüber auf dem Dach und lacht den an. Deswegen kläfft da sich doch hier unten der Hals raus. Ach jo! Oh. Okay. Ja, kann man mal machen, uff, ne? Tom, ich das Ding jetzt überhaupt auch. Tom, wir denken, dass da noch eine neben muss. Nee. Gut, alles klar. So, da parken wir das Ding jetzt wo? Nicht so. Achso, du meinst den Steuer? Ja, den kann ich da hinten leider nicht reinparken. Ah, das haben wir jetzt einigermaßen optisch. Weil wir das da nochmal verändern müssen. Wegen den Platten, weißt du? Ja. Was du gesagt hast, ist Digga vorhin. Was für ein. Hinten bei den drei Silos. Da ist der ganze, die ganzen Platten weg. Ja, das ist das, was Tom gesagt hat. Das liegt wahrscheinlich an der, am Safecam. Ja. So, was machen wir jetzt? Ich weiß, was ich jetzt mache. So, wir können. Ich kippe jetzt erstmal das Wasser bei der Speine rein, dass wir erstmal mal den neuen Auflieger mal testen können. Wo ist denn hier ein Grubber oder was? Nee, hier. Ladewagen. Nicht noch. Ach ja, Strom einfahren. Ich glaube, hinten bei den Häufchen müsste einer unterm Dach stehen. Ja, ja, und vorne und im Unterstand ist wohl noch einer. Ich glaube mal, hellblau ist bestimmt eine gescheite Farbe, hä? Oh. Meinst du hier, wo der IFA steht? Ja, da vorne. Bei da vorne müsste noch einer stehen. Ja, ich hab ihn. Halt. Weil da können wir ja zusammen machen, ja? Ach, falsch. Ich hab einen Pfeil. So. Ich hab Sattelzugmaschine genommen. Ach Mist. Feld 18 hast du, ja? Ja, ja, ich komm gleich nochmal hoch. Ich will nochmal ganz kurz noch. Ich hab einen Düngerstreueraufbau genommen. Aber oh, dummerweise. Anne, ein Trailer. Ne, ein Auflieger. Kupplung, die Sattelplatte, jetzt hab ich's. Musst du wohl umkonfigurieren? Ja, bin da schon dabei. Ach schade, ich dachte, ich kann ja gucken. Im 17er war das alles einfacher, da sind die Dinger damals immer auf der Sattelplatte einfach drauf connected. Tipper, Speyer, Schwerheitsaufbau, Gülle, Streuer brauchen wir. Ja, ich denke, Streuer hast du schon gekauft. Dann nehmen wir gleich die Pflegebereifung dazu. Ja, das sieht aber aus, als wenn da irgendwo mal ein anderer Aufsitzer zu holen. Wir haben doch eh keine Fruchtzerstörung, soweit ich weiß. Ja. Doch. Oder hat es sie ausgeschaltet? Ne, ist ja auch egal. Ja, zumindest da, wo nichts fix ist, keine Frucht. Und dann auf den 10 ist ja noch keine Frucht rausguckt. Der Matze, der kommt da gleich so ein Irrer entgegen, ja? Ein Irrer, sagt er. Ich hab schon Platz gemacht, weil ich genau weiß, wenn der krass kommt, musst du eine Seite fahren, sonst der Wind haucht von dem, der reißt dich an ihn ran.
Na, du weißt ja, wie das ist, ne? Im Sommer, wenn es heiß ist, Tiere brauchen Wasser, ne? Da kannst du nicht mit 5 km/h gegen juckeln. Deswegen. Ich glaube, da muss nochmal in die Werkstatt. Der originale L60, irgendwo gibt es einen originalen L60-Sound. Da ist hier ein bisschen... Bisschen leise? Nee, da hat ein W50-Sound drin. Der L60, der Motor, den habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Ich glaube, im 15er hab ich da irgendwo einen Mod, der einen original richtigen L60 Sound hat. Du, ich tue da gleich mal Feld 10, der zweite Düngestufe drauf machen. So, mach doch mal. So, jetzt haben wir hier einen Düngerstreueraufbau auf einem L60. Mit dem Sound vom W50. Dann hoffe ich, das Wasser jetzt direkt bei den Tieren rein und nicht jetzt erstmal nach den anderen. Ich denke mal, nur der Leerlauf-Sound wird wahrscheinlich falsch sein. Wie willst du nur fahren? Rund oder was? Nö. Warst du gleich da wieder zurück oder was? Ja. Oh, hier kann man immer. 89 schafft er. Schafft er noch die 90? Nein. Ach shit. Na, da bauen wir eine Drosselung ein, nicht, dass da einige sich da irgendwo mit gegen die Wände fahren. Schnüren wir mal kurz die Mauer. So, und hier haben wir wieder eine weitere Errungenschaft, einen neuen Auflieger, den wir uns angeschafft haben. Das ist ein bisschen praktischer, wenn der Auflieger in Hallen abkippen willst. Ja, aber da sollten wir einen W50 drunter packen, weil der Kratzer hängt ja vorne doch ein bisschen hoch. Den L60 gibt es auch mit Sattelplatte, den hatte ich ja. Ja, dann holen wir eben schon gehabt. Holen wir uns doch sowas noch dazu. Wo war der mit drunter? Es gibt nur einen L60 bei der LKWs. Der LKW ist das. Ja. 50, W50, W50. L60. Aber das ist ein Kipper. Ja, macht nicht, ist es richtiger. Ist so blödes, falsche Bildchen. Ah, okay. Konfigurieren kannst du doch noch. Ja, sehe ich gerade. So, das Stroh, am besten ist das mal ins Lager oder wollen wir das gleich verteilen? Na, erstmal verteilen, wenn irgendwelche Tiere was brauchen. Ich hätte jetzt gesagt, ich bringe das erstmal zu den Schweinen, weil die sind ja als nächstes und bei die brauchen sind bedürftig. Ja, ich sag ja, als erstes verteilen, so wie die Tiere das brauchen. Ja, dann machen wir das so. Dann fahre ich mit dir da gleich runter. Da haben wir zwei Ladungen schon mal unten. Uff, der ist aber doch teuer am Preis gewesen, eieiei. Ja, da wissen wir wenigstens, vor was wir hier arbeiten. In die neue Technik wird's investiert. Felder haben wir ja erstmal mehr als genug jetzt hier. Das stimmt allerdings, ja. Das klingt ja komisch beim Rückwärtsfahren. Als wenn jemand mit dem... Als wenn er schießen würde. Das stimmt irgendwas nicht, aber ich hab's noch nicht gefunden. Wenn du den Sound einzeln anhörst, passt das nämlich. Das ist doch ein schönes Gespann.
Wenn er noch richtig, wenn er jetzt noch gut fahren tun, ist alles gut. Das ist ein neues Spielzeug, würde ich sagen. Also sag mal so, es wäre mal was anderes, als wenn nur jedes Mal mit dem Kratz durch die Gegend zu fahren, ne? Hey, sag doch, hast du ein neues Spielzeug? Aber ich würde mal sagen, da fährt der Short, doch. So, nehmen wir ein bisschen Silage mit, dann fahren wir zum Mischfutter hoch, gucken, ob wir da ein bisschen Futter für die Tiere. Er hat doch nicht die schwammige Lenkung vom B50. Na schade, wenn jetzt im Inneren noch die Blinker so animiert wären, wäre natürlich auch noch schön gewesen. Aber was du natürlich in jedem von diesen alten Fahrzeugen hast, immer so ein ultramodernes Radio dran, ne? Also ja, dann da gibt es bestimmt nicht anderes. Also dann lieber ja, aber dann lieber kein Radio. Ja, wie rum bist du reingefahren? Oh, die Zeit ist Oh, ich seh's, brauchst du mehr. Ja, aber ich glaube, hier ist jetzt voll. Hier ist voll. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Danke fürs Reinschauen, danke fürs Zuschauen, danke für eure Ausdauer und Geduld mit unserer Chaotentruppe. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.